mit Frau Drosel an. Ich habe gelesen, Sie schreiben oder beenden Ihre Briefe immer, möglicherweise auch die Mails oder die Simsels, keine Ahnung, mit sozialistischen Grüßen. Mhm. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wir als Jusos treten ja für den demokratischen Sozialismus ein. Das tut unsere Partei ja auch. Also steht ja in unserem Grundsatzprogramm drin, hat wieder einen prominenten Satz. Also ist wieder prominent im Grundsatzprogramm vertreten. Und ja, der Ausspruch mit sozialistischen Grüßen ist, glaube ich, so ein bisschen diese symbolisierte Form dessen, dass man sich dem noch immer verankert oder dem entsprechend immer noch dem zugeordnet fühlt. Das heißt, für Sie ist der Sozialismus irgendwie ein Ordnungsprinzip, ein wirtschaftliches Ordnungsprinzip oder eine Ideologie? Nee, der demokratische Sozialismus ist für mich die Vision einer freien und gerechten Gesellschaft, in der sich die Menschen unter Freien und Gleichen entgegentreten und sich einander dort begegnen, sozusagen eine andere Gesellschaftsform, für die die Sozialdemokratie noch immer streitet. Gab man eine Zeit an Ende der oder Anfang der 90er, da war der Begriff so ein bisschen eher verpönt. Mittlerweile ist das wieder anders geworden. Woran liegt's? Woran liegt es? Ich glaube, es sehen schon viele, dass unsere Gesellschaft, so wie sie ist, massiv soziale Ungleichheit produziert. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass ein Großteil der Menschen das nicht positiv sieht. Dass es immer mehr Menschen gibt, die ärmer werden und auf der anderen Seite es aber Reichtum gibt, der eben nicht dem Großteil der Gesellschaft zugutekommt, sondern einem ganz kleinen Teil. Und das ist, glaube ich, die Idee, dass ja, eine andere Welt ist möglich, wie es auch die globalisierungskritische Bewegung ja auch wieder auf die politische Agenda geschrieben hat. Ich glaube, das denken schon viele, gerade junge Menschen. Deswegen ist Sozialismus, würde ich nicht sagen, obsolet.